ich mache mich gleich mit den Kindern auf den Weg zum Spielplatz und da muss ich mich natürlich noch fertig machen. Ich weiß, was ihr jetzt denkt, warum macht ihr sich extra fertig für den Spielplatz? Interessiert doch kein Mensch, wie sie da aussieht, ja? Ich glaube, es gibt kaum eine Personengruppe an erwachsenen Menschen, unter der Mobbing so krass verbreitet ist, wie unter Müttern. Wie gefällt man anderen Müttern besser, als wenn man super übermüdet aussieht? Ich meine, wir wissen alle, dass es super wichtig ist, als Mutter sich nicht zu beklagen, aber gleichzeitig hat natürlich die Mutter gewonnen, die am müdesten und am erschöpftesten aussieht. Das ist dann auch schon das perfekte Make-up. Jetzt fehlt nur noch mein Outfit. Ich trage gerade das hier und ich glaube, ich muss nicht dazu sagen, dass dieses Outfit ein absolutes No-Go als Mutter ist. Ich muss mit meinem Outfit ja ausdrücken können, dass ich mit meiner Mutterschaft alles aufgegeben habe, insbesondere mich als Person. So, das ist dann das finale Outfit. Für den perfekten Schliff werde ich gleich noch mein Kind auf den Arm nehmen, was gerade Joghurt gegessen hat, und mich von oben bis unten damit vollschmieren lassen. Nur eine Mutter mit Flecken auf Kleidung ist dann auch wirklich eine vollwertige Mutter.